Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einem neuen kleinen Let's Play. Ich stelle euch heute Caravan vor und wie ihr unschwer erkennen könnt, ja, wir werden einen Caravan-Führer spielen in diesem Mix aus Strategie, Handelsspiel, Exploration, RPG, von allem ist ein bisschen was drin. Und ich habe mal kurz reingeschaut, so eine halbe Stunde in etwa, und es hat mich sehr gut unterhalten bisher und da habe ich mir gedacht, da machst du ein kleines Let's Play von. Wie viele Folgen wir da jetzt letztendlich von machen, das wird sich natürlich zeigen. Üblich ab der zweiten Folge ist sowieso kein Mensch mehr dabei. Aber das hält mich ja nicht davon ab, das Spiel trotzdem zu spielen. Ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel ohne viel Gelabere. Bartholomäus. Das ist eigentlich ein Name, den man sich gut merken kann, oder? Partalan, Husay, Thomasin. Thomasin. Thomasin hört sich gut an. Welches Bild nehmen wir? Ach komm, bleiben wir bei dem Bild hier. Das hatte ich schon mal ausgewählt. Jung und dynamisch. So sieht der aus. Und mal gucken, was uns der Erzähler zu sagen hat. Iram, die Säulenstadt. Zu Beginn unserer Zeitrechnung wurden Legenden auf der arabischen Halbinsel geschmiedet, die bis heute überdauern. Eine dieser Legenden rankt sich um Iram, die Säulenstadt, und ihr unglaubliches Schicksal. Du bist der Thronfolger von Iram. In deinem Leben hast du noch keinen einzigen Tag körperliche Arbeit verrichten müssen. Und du genießt dein luxuriöses Leben im prachtvollen Palast von Iram. Bis eines Tages... Sehr gute Erzählerstimme, gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, wir sind wohl ein kleiner verzogener Bengel, halt der, der Thronfolger. Aber was passiert denn bis eines Tages? Schauen wir mal weiter. Iram, die Säulenstadt. Und das sind wir, Thomasin. Muss ich wirklich, Vater? Wir haben allen Luxus in unserem schönen Reich. Ich bleibe lieber im Garten und genieße den schönen Tag. Ein jeder in unserer Familie muss die Grundlagen des Handels erlernen. Durch ihn erstrahlt unsere Stadt im heutigen Glanz und zum Handel gehörte nun einmal auch das Führen einer Karawane. Deine Mutter und ich sind der Meinung, dass du langsam alt genug dafür bist. Oh, aber zunächst habe ich eine kleinere Aufgabe für dich. Diesen Ring habe ich neulich unter dem Divan gefunden. Eigentlich eine lustige Geschichte. Es begann damit, dass ich... Yusuf. Wie dem auch sei. Geh zum Bazar und suche einen Händler, der ihn dir abkauft. Zur Bedienung hier mit den Grafiken, da gehen wir später drauf ein. Im Moment haben wir nicht viel mehr als unser Inventar. Das wird uns dann alles beim ersten Mal auch noch schön erklärt. Wir alleine können jetzt im Moment zum Beispiel nicht mehr als 3 Teile mit uns rumschleppen. Aber das soll uns nicht stören, denn gleich werden wir sicherlich noch ein Dromedar dazu bekommen. Aber zunächst einmal können wir hier ein bisschen hin und her scrollen. Wir können rauszoomen und reinzoomen. Zunächst einmal müssen wir ja, wie gesagt, zum Händler gehen. Das hat uns der gute Yusuf gesagt. Gehen wir mal zu Garda, der Händlerin. Möchtest du dich umsehen? Ja, auf jeden Fall. Das ist der Handelsdialog, da muss man jetzt auch nicht allzu viel zu sagen. Das sind die Waren, die angeboten werden, beziehungsweise, das seht ihr auch hier, wie wertvoll die Kategorien oder die Waren sind, die angeboten werden. Das ist das Geld, das wir haben. Drachmen, im Moment haben wir gar nichts. Das sind die Drachmen, die Garda hat, die Händlerin, 120. Und hier unten haben wir das Handelsbild, beziehungsweise ja, das Handelsmenü. Wir legen mal den Goldring, den wir verkaufen sollen, dort rein. Normalerweise kann man noch falschen, da kommen wir aber später zu. Im Moment haben wir halt nur die Möglichkeit, den Ring für 120 Drachmen zu verkaufen. Mehr hat sie ja sowieso nicht, die gute Garda. Sehr gut. Kaufe mit dem Silber beim Wasserhändler am Brunnen 3 volle Wasserschläuche. Du wirst sie auf der Reise durch die Wüste dringend benötigen. Dann machen wir das doch. Das ist eigentlich in jedem Ort, dass dort ein Brunnen ist, wo man Wasser auffüllen kann und Wasserschläuche kaufen kann. Das ist Radat. Der grüßt uns und der verkauft seine Wasserschläuche. Und dann machen wir das, was unser Onkel gesagt hat. Ein Wasserschlauch kostet 15 Drachme. Kaufen wir 3 Stück. Und nehmen die mit auf unsere Reise. Das wird uns dann hier oben angezeigt. Das ist ja ein Eimer von oben, bis ich herausgefunden habe, dass das ein Eimer sein soll, der von oben zu betrachten ist. Naja, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Ihr werdet schon gleich sehen oder euch vielleicht schon denken können, das Wasser verbraucht sich natürlich jeden Tag auf unserer Reise. Ist ja logisch. So durch die Wüste ist sicherlich nicht ganz so angenehm. Überlege dir immer gut, wie viel Wasser du auf deine Reise mitnimmst. Verstanden? Verstanden. Was nun? Nimm mein Dromedar. Es hat bereits einige Waren geladen. Geh damit nach Moscha und verkaufe sie dort. Möglichst ohne dich dabei übers Ohr hauen zu lassen. Gut,
dann bleibt mir nichts weiter, als euch eine gute Reise zu wünschen. Euch? Kommt denn sonst noch jemand mit? Ich weiß, du würdest lieber alleine reisen, aber deine Mutter und ich bestehen darauf, dass mein Bruder dich begleitet. Stell dich nicht so an, ich war schon lange nicht mehr in Moschau und ich kenne viele spannende Geschichten, die ich dir auf der Reise erzählen kann. Zieh nicht so ein Gesicht. Ist vielleicht auch ganz gut, dass wir begleitet werden. Hier, mit dieser Karte können wir die Reise planen. Der Weg nach Moschau ist bereits eingezeichnet. Nun hast du alles, was du benötigst. Los mit dir. Ja, du kommst ja mit, oder? Genau. Hier oben die Anzeige. 9 Stunden spielen wir schon, also In-Game-Zeit. Das ist die Geschwindigkeit, mit der wir uns bewegen. 7,33 Füße, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist das Wasser, was wir verbrauchen. Wir verbrauchen im Moment 10 Wasser am Tag. Schauen wir mal auf die Karte. Da haben wir hier unten Iram, die Säulenstadt, in der wir uns im Moment befinden. Und hier, wir sollen nach Moschau. Wenn wir nach Moschau reisen, brauchen wir 1 Tag und 8 Stunden. Und der voraussichtliche Wasserverbrauch wird uns hier angezeigt. 13. Sollte also passen, wenn nichts dazwischen kommt. Also starten wir die Reise und los geht's. Die Reise findet dann selbst hier auf dieser Karte statt. Dort können natürlich Zufallsbegegnungen stattfinden, wie jetzt hier genau. Oh, was ist denn hier mit den ganzen Palmen? Die sehen so kaputt aus. Bardol. Unter einem einsamen Baum triffst du einen alten Mann, der an ein Stück Holz schnitzt. Er blickt auf und spricht dich an. Ach, ein Wanderer. Schau her, was ich für einen feinen Wanderstock geschnitzt habe. Für ein paar Stück Silber gehört er dir. Er wird dir das Reisen sicher erleichtern. 50 Drachmen will der haben für den Wanderstab. Wir haben 75, das machen wir. Habt vielen Dank, Herr. Denn diesen Wanderstab können wir benutzen, wenn wir mal in unser Profil reingehen, welches uns jetzt hier wieder erklärt wird. Hier haben wir die ganzen Kampfattribute, das Falschen, allgemeine Attribute. Ist jetzt erst einmal uninteressant. Wir gucken mal lieber, was wir mit dem Artefakt machen. Dafür öffnen wir das Inventar und haben hier den Stock. Die Artefakte werden immer gekennzeichnet mit solchen, ja, ich würde mal sagen, hier Diamanten in den Ecken. Ein einfacher Stab, der aus einem Stück Holz geschnitzt wurde, gibt uns aber +2 Geschwindigkeit, das heißt, wir sind auf unseren Reisen schneller unterwegs. Genau, wird uns hier unten angezeigt, dass wir ein Artefakt angelegt haben mit einem positiven Effekt und dann können wir weiter reisen. Gehabt euch wohl. Salam alaikum. Wie ich schon gerade erwähnen wollte, es gibt Zufallsbegegnungen, auch natürlich Kämpfe kommen früher oder später dazu. Hoffentlich kommt jetzt nicht kein Kampf. Aber die werden wir ja wohl im Tutorial über keinen Kampf andrehen, oder? Das ist Azai. In der Wüste erkennst du das Zeltlager eines Beduinen. Als dich dieser erblickt, kommt er auf dich zu und spricht dich an. Fremder, ich habe einen Esel und einen Gehilfen, der mir beide nur Unglück bereiten. Für einen einzigen Drachme wird einer der beiden dein Begleiter. Erzähl mir mehr über den Esel. Esel sind robuste Tiere und können viele Waren und andere Dinge transportieren. Okay, erzähl mal was über den Gehilfen. Gehilfen werden dir helfen, deine Talente besser zu nutzen. Außerdem verbessern sie deine Überlebenschancen. Solltet ihr von Banditen oder Ähnlichen angegriffen werden. Ja, könnten wir jetzt beides lassen. Ich entscheide mich für den Esel. Denn umso mehr Sachen können wir dann transportieren. Hab Dank. Ich hoffe, mein Unglück halbiert sich sogleich. Joa. Solange ich die andere Hälfte nicht mitnehme, soll es mir gleich sein. Da ist auch schon der Esel und unser Inventar hat sich auch erweitert. Ich weiß nicht, vorher hatten wir, glaube ich, einen Platz für 13 oder so. Für 13 Sachen steht ja hier. Kapazität von Helden 5 und von Tieren 11, macht insgesamt 16. Reisen wir mal weiter. Salam alaikum, Herr Beduine. Ja, noch eine Zufallsbegegnung? Okay. Du triffst einen Asketen in der Wüste und bemerkst, dass dieser kaum Wasservorräte mit sich führt. Seid gegrüßt, Reisender. Ist dies nicht ein herrlicher Tag? Die Sonne brennt so heiß vom Himmel. Wie könnt ihr die Hitze mit eurem wenigen Wasser nur ertragen? Ach, der Geist ist mächtiger als das Fleisch. Ich könnte dir beibringen, wie du deinen Durst unterdrückst. Ich zeige dir deine Fähigkeit, Wasser zu sparen. Das klingt außerordentlich hilfreich. Hab Dank. Wir bekommen eine Fähigkeit dazu. Und zwar die Fähigkeit, Wasser zu sparen. Ja, genau. Verringert den Wasserverbrauch um 5% pro Gehilfen. Hält dann auch, glaube ich, für 24 Stunden, also für 48. Wir können es ja mal gleich ausprobieren. Wenn ich draufklicke, 1 Tag und 23 Stunden, also für 2 Tage, ist jetzt unser Wasserverbrauch reduziert. Salam alaikum.
nackten Oberkörper bei der Sonne in der Wüste? Na, ich weiß nicht. Es könnte Sonnenbrand geben. Und jetzt sollten wir eigentlich im Moscha ankommen. Kaum noch Wasser im Eimer. Ah, Moscha. Eine schöne kleine Stadt. So, und wir sollen alle Waren im Moscha verkaufen. Da gibt es im Moment, glaube ich, auch nur den Händler hier. Genau. Dann gehen wir mal direkt zu ihm. Ah, feine Waren aus Iram. Zeig her, was du auf deine Dromedar geladen hast. Alles weg damit. Den Honig, den wir dabei haben. Das Gold. Teppiche. Anis. Leckeres Gewürz. Und Schmuck. Kriegen wir 354 Drachme für. Das hört sich gut an. Wir haben einen Levelaufstieg, weil unser Onkel Yusuf sich verbessert hat. Und da gehen wir jetzt mit ihm zum Gildenmeister. Das ist hier vorne, die Nora, die Gildenmeisterin. Ah, Yusuf, lange nicht mehr gesehen. Was treibt dich nach Moscha? Sie richtet den Blick auf dich und mustert dich abschätzig. Oh, mein Diener und ich, er zwinkert dir unauffällig zu, wollten uns etwas auf dem Markt umsehen, nicht wahr? Jawohl, mein Gebieter. Ah, es sieht so aus, als wärst du bereit, einen neuen Trick zu erlernen. Bist du bereit, etwas zu lernen? Okay, Level Up für den Onkel. Was genau kriegen wir jetzt für ihn? Kostet mich das, wenn ich jetzt von Rang 1 auf Rang 2 gehe, 150 Dinare. Ja klar, weil sie ihn trainiert. Machen wir das doch einfach mal. Okay. So, das hätten wir erledigt. Jetzt noch geschwind Wasser auffüllen, dann sind wir im Nu wieder zurück im Palast und du kannst zurück in deinen Garten. Schauen wir uns mal Onkel Yusuf an. Mehr Platz für Gehilfen. Okay, ein weiterer Platz für Gehilfen wurde freigeschaltet. Und natürlich seine Kampf- und Fallschwerter haben sich erhöht. Und mehr Health Points hat er bekommen. Das ist cool. Okay, wir selbst können uns, glaube ich, noch nicht aufrüsten. Da fehlen uns hier noch Erfahrungspunkte. Und unser Onkel, der braucht gerade noch 600 Punkte bis zum nächsten Level. Okay, wir füllen das Wasser auf. Bei Samantha. Das Wasser reicht ja für die Rückreise und wir geben uns zurück nach Iram. Genau, Wasserverbrauch mindestens 15. Ist da was? Da gehe ich auf Nummer sicher. Kaufe noch einen Schlauch. Der ist direkt mit Wasser gefüllt für 18 Drachme. Das ist in Ordnung. Wir haben jetzt 20 Wasser, verbrauchen 15 mindestens. Das sollte dann definitiv reichen für die Rückreise. Reichen für die Rückreise. So rum. Ah! Was bist du? Du erspähst einen einsamen Schakal in der Ferne. Als er dich bemerkt, rennt er auf dich zu. Aus der Nähe erkennst du, dass ihm Schaum aus dem Maul tropft und er bereits einige Verletzungen erlitten hat. Du greifst nach deinem Messer. Jetzt kommen wir zum Kampf. Wobei, schauen wir mal hier. Onkel Yusuf ist, glaube ich, am besten. Das ist der Kampfwert. 70. Schade, dass es hier kein Layover gibt. Was sind die Werte? Wahrscheinlich hier Verteidigung vom Schakal. Dann ist das hier unsere Verteidigung. Und das hier, ja, gute Frage, nächste Frage. Wir sind in den Werten besser. Wir kämpfen mit Onkel Yusuf. Das Kämpfen, ja, es geht. Muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich das hundertprozentig noch nicht durchgeblickt. Denn es wird dabei gewürfelt. Und wir müssen unsere Werte verbessern, indem wir die Würfel, die hier sind, auf unsere Werte ziehen. Also wir haben hier genau die Hinterlist und die Offensive und die Defensive. Die können wir verbessern. So, unsere Hinterlist schlägt zum Beispiel jetzt gerade seine Defensive. Steht hier, deswegen steht hier eine 40. Unsere Offensive schlägt momentan seine Hinterlist, deswegen steht dort eine 20. Und wäre die Runde jetzt zu Ende, würden wir, glaube ich, 60 Schaden beim Schakal machen. Aber noch ist die Runde ja nicht zu Ende. Und je nach Farbe können wir die Würfel dann auch anlegen. Ich würde sagen, wir ziehen mal die 40 hier auf unser, was war das nochmal? Auf die Hinterlist. Genau. Jetzt zieht die 30 darüber, verringert dann wieder den Wert. Dann erhöhen wir mal den Wert hier oben, damit er uns keinen Schaden zufügt. Jetzt wird er uns wieder 20 Schaden machen. Ziehen wir den mal hier rüber. Ja, es geht nur hier unten hin. Okay. So, 60 Schaden haben wir ihm gemacht. Er hat uns auch ein bisschen Schaden gemacht.
Sie hat wieder gewürfelt, er hat wieder den ersten Zug. Ich würde gerne den Wert hier oben erhöhen. Das geht aber aktuell wohl nicht. Dann nehmen wir die 50, natürlich den höchsten Wert, der uns zur Verfügung steht. Er macht uns dann 40 Schaden, 90. Also aktuell würden wir den Kampf wohl gewinnen. Ihr seht schon, das ist ein bisschen kompliziert mit der ganzen Würfelei hier. Aber den Kampf sollten wir jetzt gewonnen haben. Genau. Du hast deine Gegner besiegt. Als Belohnung erhältst du 50 Erfahrungspunkte. Gut, das mit dem Kämpfen, das müssen wir uns nochmal genauer angucken. Genauso funktioniert übrigens auch das Falschen. Das ist auch ein Würfelspiel. Schreckliche Biester. Gut, dass nichts weiter passiert ist. Deine Mutter wäre sicherlich untröstlich. Sie braucht sich um mich nicht zu sorgen. Wo war Mutter heute eigentlich? Ich hatte mich schon gewundert, dass sie sich nicht verabschieden wollte. Das habe ich mich auch gefragt. Wir haben sie heute früh im Palast gesucht, konnten sie Raban nicht finden. Keine Sorge, sicher war sie nur in ihren Gatten. Eine Vorliebe, die sie mit dir teilt, scheint mir. Ja, lass uns mal lieber weiterreisen. Hast du gut gekämpft? Können wir hier noch irgendwas plündern? Nein, natürlich nicht. Dann reisen wir mal weiter. Wie gesagt, das mit den Kämpfen, das schauen wir uns dann in einer der nächsten Folgen sowieso nochmal genauer an. Es gibt ja auch noch Söldner, die man nachher verpflichten kann, damit man halt sich auch gegen Banditen auf der Reise durchsetzen kann und sowas. Na, es kommt noch eine ganze Menge ins Spiel. Auf dem Rückweg nach Iram bietet sich euch ein schrecklicher Anblick. Der Himmel ist schwarz verfärbt und ein gigantischer Sturm scheint das gesamte Gebiet in seinem Würgegriff zu haben. Ihr versucht, euch durch den Sturm zu kämpfen, aber selbst das Atmen fällt dir schwer. Als du dich umsiehst, stellst du mit Entsetzen fest, dass du allein bist. Scheinbar hast du die anderen aus den Augen verloren. Du rufst gegen den Sturm an, bekommst jedoch nur ein stetig lauter werdendes Dröhnen als Antwort. Na super. Wir müssen jetzt alleine weiterziehen. Wir müssen ein Teil löschen aus unserem Inventar, weil wir nämlich ein Teil zu viel jetzt dabei haben. Ja klar, unser Dromedar ist weg, alles ist weg. Dann werfen wir natürlich den leeren Schlauch weg, ist ja klar. Vernichten und bitte weiterziehen. Hilft ja nichts, hier zu bleiben. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Oh mein Gott, die ganze Stadt liegt in Schutt und Asche. Und was hier passiert ist, schauen wir uns in der nächsten Episode an. Das war die erste Episode von Caravan. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal auch dabei, wenn es dann weitergeht und wir erklärt bekommen, was hier passiert ist. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.